Du müsstest hier zwei Stück Holz zusammen verbinden und dafür willst du die Dübel nutzen, aber hast du gar keine Dübelschablonen. So ähnlich wie ungefähr die hier, mit dem wird auch einfach. Aber heute zeige ich euch, wie ihr zum Beispiel solche Teile zusammen festmachen kann. Ist das jetzt egal, ob das so kleine ist oder so lange Teile. Und die Sachen, was ihr braucht, so eine Verbindung herzustellen, dass die Maß genau ist, habt ihr wahrscheinlich schon in der Werkstatt. Und dafür braucht ihr ein paar Dübel, ein paar Nägelchen, einmal die Hammer und die Kneifzange. Und als Beispiel, ich nehme jetzt die zwei langen Teile und da zeige ich euch, wie das geht. Und die Plan ist jetzt ohne Schablone, die beiden Teile so zu verbinden, dass die vorne bündig ist, genauso wie hinten. Das wir haben jetzt so eine L, dass hier bündig genauso ist. Und das machen wir so ganz einfach. Wir nehmen jetzt die eine Teil, so ungefähr markieren wir, wo die Mitte kommt. Und dann nehmen wir die Hammer, die paar Nägelchen. Und jede von den Nägelchen, was habt ihr da gesehen? Da ist jetzt die Markierung, wo kommt jeder von den Loch vor die Dübel. Und was ist jetzt noch zu beachten bei dem Nägelchen? Ist nicht schlimm, wenn die jetzt nicht in der Mitte steht. Aber was man muss schon aufpassen, dass die schon ziemlich gerade reingehaut ist. Denn die Kopf von den Nägelchen kann man ganz abkneifen. Und bei den Abkneifen aufpassen, dass die Nägelchen nicht zu kurz bleiben, weil wenn wir jetzt fertig damit sind, dann muss man die schon wieder ausziehen. Und bis jetzt habt ihr wahrscheinlich gemerkt, wie das funktioniert. Jetzt nehmen wir die Teile, stellen wir die oben und dann die Teile so bündig halten, von vorne und von hinten. Man kann sich noch unterstützen mit einem Winkel und dann von oben ein bisschen Druck machen, so dass auf dem Holz hier Abdruck bleibt, wo wir Loch machen sollen. Und dann die Nägelchen ausziehen und dann so, wo ist jetzt Loch geblieben, mit dem Bohrer durchbohren. In meinem Fall, ich nehme das jetzt 8 mm, weil ich will für die 8 mm Dübel da reinsetzen. Dann habt ihr schon. Jetzt nur noch die Dübel da rein setzen, bisschen Leim dazwischen. Und wenn es alles jetzt richtig gemacht ist, wir haben jetzt die Teile zusammen verbunden, dass hier alles schon bündig seitlich, wie hinten genau so. Und sowas ist perfekt geeignet für die Baustelle, wo man muss ein bisschen vielleicht was improvisieren und zwei Teile zusammenstoßen. Geht ganz schnell, ganz einfach. Oder zu Hause, wenn man will ein Projekt fertigstellen und hat keine Schablone da vorhanden, sowas ist perfekt geeignet. Und ich muss jetzt ehrlich zusagen, ich nutze so ein System immer noch in meiner Werkstatt, trotz der Schablone, was ich hier habe, weil manchmal ist mir so schneller und einfacher als mit jetzt die Schablone. Aber das ist meine Meinung mindestens. Und wenn es dir dieses Video gut gefallen hat und du möchtest noch mehr Videos von mir ansehen, hier geht es weiter.